Ja, hallo Freunde. Da bin ich mal wieder hier aus Syrien. Ihr habt ja lange nichts von mir gehört. Ich bin immer noch gesperrt. Ich sitze ja eine 30-Tage-Sperre aus bei Facebook und bin wahrscheinlich ab dem 10.06. bin ich dann wieder frei. Ja, deswegen habe ich eben halt auch noch nicht so viel gepostet, aber es hat sich natürlich viel getan in der letzten Zeit. Das Wichtigste, das Abkommen zwischen Syrien und Israel zur vollständigen Befreiung des syrischen Territoriums im Süden von Syrien, die Provinzen Dara und Quneitra, bis an die jordanische und an die israelische Grenze. Das ist ein Abkommen, was für Syrien sehr gut ist. Ich komme da gleich zu den Einzelheiten zu. Da gab es natürlich ganz, ganz viele Vorgespräche. Ich habe dazu auch die Links und die Fotos und. Hätte ich ja gerne veröffentlicht, kann ich ja aber noch nicht. Ich werde es dann aber garantiert nachholen. Jedenfalls, es gab da ein paar ganz interessante Treffen. Unter anderem am 12.05. in Paris traf sich John Kerry, der Demokrat aus dem Clinton-Lager, in Paris mit dem ehemaligen iranischen Außenminister Shahrazi. Und dabei ging es um den Atomdeal, denn die USA wollen da ja aussteigen. Die Demokraten sind ja dafür gewesen, also für das Abkommen, denn sie haben ja selber mit ausgehandelt unter Obama. Und jetzt unter Trump, die Republikaner wollen ihn wollen aussteigen. Okay, aber weiter mit der Reise von Kerry. Er ist dann als nächstes am 13.05. hier nach Syrien gereist und hat am 13.05. in Damaskus Präsident Bashar al-Assad getroffen zu einem Gespräch. Ja, was das so zu bedeuten hat, ja, dürfte wohl auch im Zusammenhang stehen mit den Verträgen. Aber was viel wichtiger ist, ist nämlich seine Begleitung. Er ist nämlich nicht alleine hierher gekommen, sondern mit Nancy Pelosi. Und Nancy Pelosi ist offizielle Vertreterin der syrischen Opposition im Ausland. Und sie steht ganz nahe der Muslimbruderschaft. Die Muslimbruderschaft, wiederum muss man dazu sagen, wissen, die sind gegen die syrische Regierung, kämpfen gegen die syrische Regierung, auch im Süden von Syrien. Und das kann nur bedeuten, dass Frau Pelosi versucht hat, für ihre Schützlinge das Beste noch rauszuholen. Und auf jeden Fall den freien Abzug für sie auszuhandeln. Denn, da komme ich gleich zu den Einzelheiten in dem Abkommen zwischen Syrien und Israel. Zur selben Zeit fand in Amman auch ein wichtiges Treffen statt, nämlich zwischen Vertretern Israels, unter anderem auch dem Chef des Mossads, und Vertretern Irans in Amman, in Jordanien. Iran und Israel hatten das als erstes zunächst gleich abgestritten. Nein, das war nicht so. Aber am 29.05. erschien hier in der Jerusalem Post ein detaillierter Bericht über das Treffen, wie das abgelaufen ist in dem Hotel und so weiter. Und es wurde eben halt bestätigt, dass sie sich getroffen haben und darüber gesprochen haben. Denn, jetzt kommen wir mal zu diesem Abkommen zwischen Syrien und Israel. Ja, Russland hat da natürlich auch mitgemischt als Verhandlungspartner. Da komme ich gleich auch noch mal zu, weil das Treffen war auch ganz interessant, ein Treffen in Moskau. Jedenfalls, dieses Abkommen besagt, dass die syrische Armee, jetzt ist Ruhe, dass die syrische Armee die südlichen Gebiete bis zur israelischen Grenze und jordanischen Grenze befreien kann, mit inklusive ihrer Verbündeten, der libanesischen Hezbollah und der iranischen Verbündeten. Wer jetzt vielleicht schon das Interview gesehen hat von Bashar al-Assad, das neue, das gerade gestern rausgekommen ist, dort sagt er auch nochmal ganz explizit, wir haben keine iranischen Truppen im Land. Also das ist das, was ich euch im letzten Video auch schon gesagt habe. Wir haben iranische Berater, Offiziere, Militärberater hier vor Ort. Das ist alles. So, dieses Abkommen besagt nun, dass die Hezbollah und iranischen Vertreter bei den Kampfhandlungen mitmachen. Allerdings mit der Einschränkung, bis zur jordanischen Grenze dürfen sie sich mitnähern mit der syrischen Armee auf 25 Kilometern, bis zur israelischen Grenze auf bis zu 60 Kilometern nur. So, das ist schon mal ein sehr gutes Abkommen. Hezbollah und Iran haben zugestimmt und die Befreiung von Dara und Quneitra im Süden laufen jetzt. Das sind die letzten Enklaven, die letzten Gebiete, die von den Terroristen noch besetzt gehalten werden. Und wie gesagt, Befreiung läuft jetzt.
Das andere Thema ist die letzte Militärbasis hier im Süden von Syrien, Aktanf von den USA. Auf dieser Basis, dort sind, auf der sind eben halt die Terroristen, die dort ausgebildet werden, also auch FSA, sogenannte Freie Syrische Armee, die es de facto gar nicht gibt. Andere Gruppierungen der radikal-islamistischen Terrorbanden werden dort ausgebildet und trainiert. Seit dem 17. Mai fliegen die USA jetzt bereits mit Apache-Hubschraubern die Kämpfer über den Irak nach Nordsyrien Richtung Raqqa und Deir ez-Zor. Dort, wo die USA noch knapp 30% des syrischen Staatsterritoriums besetzt halten. Wie komme ich jetzt noch weiter zu dem... Also wie gesagt, Syrien ist erst einmal im Süden geregelt und das wird jetzt weiterlaufen. Aber bleiben wir jetzt im Norden bei den Amerikanern. Es hieß ja erst, die Amerikaner ziehen ab, dann wieder doch nicht. Aber jetzt sieht es so aus, als wenn, Trump hat es gesagt, bis zum Jahresende die US-Truppen abgezogen werden sollen. Saudi-Arabien, ihr wisst, ist einer der größten Terrorfinanzierer, hat die meisten Gelder, ich glaube 500 Millionen nur alleine gezahlt für diese ganzen terroristischen Gruppierungen, die in Syrien gekämpft haben. Und Saudi-Arabien war natürlich dagegen. Trump hat gesagt, gut, okay, dieser weitere Einsatz, wenn wir das machen sollen, bleiben sollen, dann kostet das 4 Milliarden. Prinz Salman war ja, also der Kronprinz von Saudi-Arabien, Prinz Salman war ja in den USA, hat Trump getroffen und hat aber gesagt, nein, das machen wir nicht, wir zahlen keine 4 Milliarden. Und Trump hat gesagt, gut, okay, wir ziehen ab. Heute ist nun bekannt geworden, dass Saudi-Arabien, also über verschiedene Accounts aus Nordsyrien, wo die Kämpfer selber eben halt posten und ihre Nachrichten veröffentlichen, dass Saudi-Arabien ihnen $200 Söldnergeld angeboten hat, wenn sie weiterkämpfen. Denn wenn die USA ihre Unterstützung der YPG, der SDF, unterlassen und einstellen, dann sind die eben halt auf sich selber gestellt. Saudi-Arabien kämpft ja momentan gegen den Jemen, hat ja den Jemen überfallen und besetzt jetzt momentan schon über 68% des jemenitischen Öls. Muss man sich mal vorstellen. Und deshalb kann sich Saudi-Arabien wahrscheinlich jetzt keine große Armee-Kontingente leisten, die sie jetzt nach Nordsyrien schicken können. Der Punkt dabei ist, ist Kronprinz Salman. Bin Salman, Hat ihn jetzt schon mal einer wieder gesehen? Er war ja nun die letzten Wochen und Monate omnipräsent in allen Medien. War bei Macron, war bei Trump gewesen und jetzt seit Ende April, Anfang Mai nichts. Kein öffentlicher Auftritt, keine Videos, nichts, gar nichts. Hier brodelt die Gerüchteküche. Ich habe mehrere Videos schon gesehen. Denn ihr wisst ja, im April gab es große Auseinandersetzungen in Riad, auch im Königspalast. Es gab dort etliche Videos zu den militärischen Auseinandersetzungen. Hier heißt es nun, Prinz Salman ist tot. Das saudische Königshaus hat sogar eine Sterbeurkunde, einen Totenschein, veröffentlicht auf ihrer Seite. Habe ich mir abgespeichert. Und es gibt sogar Videos von der mutmaßlichen Trauerfeier und Beerdigung, Beisetzung, wie auch immer, die ja auch kursieren. Inwieweit das nur alles stimmt und echt ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, jetzt komme ich einmal zu den Verhandlungen wieder zurück nach Moskau. Es ist doch verwunderlich, dass Prinz Salman zwar in Washington war, in Paris war, in London war, aber das letzte Treffen jetzt hier, das abschließend war für die Vereinbarung zwischen Syrien und Israel, hat nicht er gemacht, sondern diesen Staatsbesuch hat zweite Kronprinz, Prinz Sayanat, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche. Jedenfalls, der ist nach Moskau geflogen und hat sich mit Putin getroffen. Nun frage ich euch, wenn er, Prinz Salman, der erste Kronprinz, sich vorher mit den Größen des Westens trifft, warum überlässt er dann gerade Putin dem zweiten Kronprinz? Also von daher, ich bin geneigt, den Meldungen hier aus den arabischen TV-Sendern, auch vom saudischen Königshaus, zu vertrauen, dass Prinz Salman wirklich tot ist. Denn er war ja eigentlich derjenige, der versucht hat, Saudi-Arabien zu modernisieren. Ihr wisst alle noch das Thema Frauenkino. Das war eine einmalige Geschichte und ist schon längst wieder gecancelt worden vom saudischen Königshaus. Genauso das Frauenfahrverbot ist ein Witz. Das Gesetz hat zwar erlaubt, dass Frauen Auto fahren dürfen,
Aber das andere Gesetz, was viel wichtiger ist, oder was viel wichtiger wäre, wenn sie es gecuttet hätten, ist nämlich, dass der Mann immer noch Weisungsrecht hat über seine Frau. Und er, der Mann, bestimmt darüber, ob seine Frau Auto fahren darf oder nicht. Da kann das Gesetz immer sagen, die Frau darf Auto fahren. Wenn der Mann sagt, nein, meine Frau fährt kein Auto, dann ist das Ding gegessen. Also, und ebenso war Prinz Salman eben halt auch derjenige, der gesagt hat, wir wollen eben halt die Unterstützung der Terroristen in Nordsyrien einstellen. Und begrüßen auch den Abzug von, wenn die USA abziehen wollen. Und jetzt auf einmal ist er weg. Und jetzt war sein Bruder, also der zweite Kronprinz, sogar bei Putin. Aber wie es aussieht, hat auch der dieses Abkommen zwischen Israel, Syrien, ich sage jetzt auch mal Iran, Hezbollah, mit unterstützt. Und das ist, tritt jetzt in Kraft seit dem 29.05. Ja, also so viel dazu, dass ihr jetzt einmal kurz einen Rundumblick habt und Bescheid wisst, was hier so los ist. Denn ich habe versucht, in den europäischen oder westlichen Medien zu schauen, ob dort über die Treffen irgendetwas berichtet wurde, aber ich habe nichts gefunden. Also nur hier alles, was in arabischen Nachrichten kommt, in allen Ländern, habe ich geschaut. Das habe ich dazu gefunden und ja, ich bin am nächsten Thema dran und ich hoffe, ja, diese Nachrichten sind auch für euch gut. Also für uns hier in Syrien sind sie gut. Und das heißt, der Süden wird demnächst befreit werden. Und wie es jetzt im Norden dann aussieht, wie es da jetzt weitergehen wird, denn die SDF und die YPG, wenn die verlassen werden von den Amerikanern, stehen sie natürlich auf verlorenen Posten da. Und das ist natürlich, ja, man sieht das hier auch in den Nachrichten oder hört und liest es in den Nachrichten viel, die Bewohner in Raqqa zum Beispiel verüben fast tagtäglich Anschläge auf die kurdischen Milizen und auf die USA. Beim letzten Mal, ich habe es euch schon, glaube ich, im letzten Video erzählt, haben sie einen US-Konvoi angegriffen und dabei drei Humvees in die Luft gesprengt mit 7 oder 9 US-Soldaten dabei getötet. Ja, die Syrer, ich sag mal die arabischen Syrer oben im Norden, gerade Raqqa, wehren sich gegen ihre Besatzer und gegen die Vertreibung, denn die kurdischen Milizen, also das, jetzt müsst ihr auch nicht sagen, die Kurden, nein, es sind die kurdischen Milizen, YPG und die Kurden in der SDF, die massiv die syrische Stammbevölkerung oben aus dem Norden vertreiben wollen. Und jetzt, also jeden Tag gibt es Ausschreitungen und Kämpfe zwischen den Syrern, die dort schon immer gelebt haben, und gegen die Armee der USA und gegen die kurdischen Milizen. Ja, also wie das dort jetzt weitergehen wird, aber ich denke mal, da wird es auch ein Agreement für geben. Also jedenfalls die Nachricht für Südsyrien ist schon mal gut und da freuen wir uns alle. Und ich sage jetzt erst einmal Tschüss und bis zum nächsten und ja, wartet auf das nächste Video. Ich bin bald wieder frei. Okay, liebe Grüße an euch alle vom Syria with Love. Ciao.